Hallo, ich bin der Micha von der Firma K-Medien. Ich möchte euch heute unseren neuen Videoswitcher vorstellen, den CMVS1. Dieser ermöglicht es euch, eine Doppelkamera, wie ihr sie aus unserem Haus bereits kennt, nämlich die CMDRFK1, an einen Monitor anzuschließen, der nur einen Videoeingang bietet. Und wie das funktioniert, das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Wir haben hier ein Clarion Navi Receiver, der tatsächlich nur einen Videoeingang hat, und auf der anderen Seite unsere CMDRFK1, die eine Doppellinsenkamera ist. Mit einer Kamera könnt ihr den rückfahrenden Verkehr beobachten, und das mit einem Winkel von 60 Grad, wo ihr gut die Tiefenschärfe erkennt. Mit der anderen Kamera könnt ihr den Nahbereich beim Rückwärtsrangieren gut im Blick haben. Weil der Monitor nicht umschalten kann, haben wir unseren Videoswitcher entwickelt. Der Anschluss ist spielend einfach bewerkstelligt. Die Kamera wird wie gewohnt an das mitgelieferte 15 Meter lange Anschlusskabel angeschlossen. Dabei wird das Kameramodul für den Nahbereich an den Kameraeingang B angeschlossen. Entsprechende Pfeile auf den Kabeln zeigen euch, wie rum ihr die Stecker stecken müsst. Und das Kameramodul für den Fernbereich wird auf den Videokanal A angeschlossen am Kabel. Auf der anderen Seite habt ihr jetzt die entsprechenden Ausgänge Cinch. Die Herausforderung, wie gesagt, ist, diese beiden Ausgänge an den Eingang vom Monitor zu koppeln. Und da kommt unser Videoswitcher ins Spiel. Dieser bietet zwei Kameraeingänge, einmal mit Video-In gekennzeichnet und mit R-Kamera-In gekennzeichnet, und einen Videoausgang. Den R-Kamera-Video-In nutzen wir für die Nahbereichskamera. An unserem Anschlusskabel ist das mit V2 gekennzeichnet. Für die Fernkamera nutzen wir den Video-In-Eingang vom Switcher. Der Videoausgang vom Switcher kommt an den Videoeingang vom Navi-Receiver. Die Hälfte ist erledigt. Das Videosignal wird bereits übertragen. Was wir jetzt noch benötigen, ist die Stromversorgung der einzelnen Geräte. Die Kamera wird einfach über das mitgelieferte 15 Meter Kabel direkt mit Strom versorgt. Hier könnt ihr Zündungsplus wählen oder eine beliebige andere Stromquelle in eurem Fahrzeug. Jetzt braucht noch unser Switcher entsprechend eine Stromversorgung, und zwar definitiv erstmal Masse. Und damit er umschaltet zwischen den beiden Kamerabildern, braucht er auch noch eine Spannungsplusversorgung. Damit die Umschaltung erfolgt, nehmt ihr die Spannungsplusversorgung von eurem Rückwärtsgang bzw. von eurer Rückfahrleuchte. Das werden wir jetzt hier an der Stelle simulieren. Unser Navi-Receiver hat jetzt bereits das Fernkameramodul eingeblendet und ihr könnt den nachfolgenden Verkehr problemlos verfolgen. Legt ihr jetzt den Rückwärtsgang ein, simuliert durch diesen Schalter hier, schaltet der Switcher automatisch auf die Nahbereichskamera um und ihr seht, was hinter eurem Fahrzeug abgeht, könnt entsprechend manövrieren und fahrt keine Mülltonnen. Nach Rausnehmen des Rückwärtsgangs seht ihr wieder den nachfolgenden Verkehr. Euer Navi-Receiver kann wie gewohnt weiter bedient werden. Ihr könnt über das Menü wieder in die Radiofunktion wechseln und bei Bedarf über das Menü die Kamerafunktion einschalten. Möchtet ihr, dass die Kamera sich automatisch hinzuschaltet, könnt ihr das Signal vom Rückfahrscheinwerfer ebenfalls an das Schaltimpulskabel von eurem Navi-Receiver anlegen. Ich schalte es hierzu parallel. Und wenn euer Navi-Receiver im normalen Radiomenü ist,
und ihr jetzt den Rückwärtsgang einlegt, schaltet sowohl der Navi-Receiver auf den Rückfahrkamerakanal als auch über unseren Switcher, unsere Twin-Kamera, auf das entsprechende Rückfahr-Videosignal. Nach Rausnehmen des Rückwärtsgangs schaltet ihr wieder auf euer Radioprogramm um. Die Aktivierung des Videosignals für die Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs nehmt ihr wie gewohnt in eurem Navi-Receiver vor, indem ihr einfach die Kamera aktiviert. Dafür ist kein Schaltimpuls erforderlich, aber ihr habt im Notfall entsprechend die Automatik hinterlegt. Das war's jetzt erstmal von mir. Ich freue mich auf das nächste Produkt, was ich euch vorstellen darf, und sage bis dahin allzeit gute Fahrt.